What up, mein Name ist Slash und ich werde dir in diesem Video zeigen, wie du die einfachste Eisenfarm überhaupt bauen kannst. Das Ganze dauert überhaupt nicht lange und es ist super, super einfach. Ihr könnt das ganz einfach bei euch in eurer Minecraft Einzelspielerwelt auf dem Server mit euren Freunden oder auch in Minecraft Hardcore nachbauen. Macht euch keine Gedanken, dass wir das nicht hinkriegen werden, denn wir werden alles gemeinsam bauen und ich werde euch alles Schritt für Schritt zeigen. Für mehr von solchen Videos oder wie man Häuser baut oder Redstone Sachen, einfach ein Abo da lassen, ist für euch nur ein Klick und für mich eine riesige Unterstützung. Schaut auf meinem zweiten Kanal vorbei, der erste Link dazu ist in der Videobeschreibung, denn dort kommen regelmäßig Tutorials, die es auf diesem Kanal gar nicht gibt. Und schreibt in die Kommentare, wo ihr noch Probleme habt, was ich als nächstes bauen soll, damit ich euch mit Hilfe von einem weiteren Video helfen kann. Für die Farm lasst euch mal einfach mal so ein 10 Block mal 10 Block großes Feld einfach mal frei für eure Welt. Und alles, was wir wirklich brauchen werden für die Farm, ist das hier. Also wirklich mega, mega, mega wenig. Deswegen ist es die einfachste Eisenfarm, die ihr bauen könnt und wahrscheinlich auch so in einem Arbeits- und Nutzenverhältnis wahrscheinlich sogar das Beste, was man machen kann. Ich habe schon mal ein Video gemacht zu einer Eisenfarm, die ist ein bisschen komplizierter gewesen und hat ein bisschen mehr Eisen auch gebracht. Also falls ihr die lieber bauen wollt, einfach gern in der Videobeschreibung nachgucken, die habe ich euch da verlinkt. Wir nehmen erstmal alle unsere Items raus und werden direkt anfangen, das Ganze zu bauen. Guckt, dass ihr definitiv diese Items habt, denn die werdet ihr brauchen. Der Unterschied von dieser Eisenfarm ist einfach, dass wir ein Dorf in der Nähe haben sollten. Also wir sollten das definitiv nah an einer Siedlung machen. Da vorne haben wir zum Beispiel ein Dorf, wir werden uns einfach in die Nähe setzen. Sagen wir mal einfach da vorne, sieht ganz gut aus und dort werden wir das relativ nah hier an der Siedlung auch weiterbauen. Denn dann funktioniert auf jeden Fall die Farm mit Abstand am besten. Dementsprechend, ich lasse jetzt so ungefähr 20 Blöcke frei und jetzt werde ich anfangen, diese Farm zu bauen. Und das allererste, was wir machen werden, ist einfach, wir bauen jetzt erstmal ein kleines Loch im Boden. Und zwar genau 3 Blöcke breit, 1, 2, 3 und 7 Blöcke tief. Jetzt haben wir schon die erste Ebene gebaut, das heißt, wir müssen noch 6 Blöcke tiefer gehen. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wenn wir da angekommen sind, gehen wir uns einfach in irgendeine Richtung bewegen, also sagen wir es einfach mal in die hier und bauen ein 3x3 Feld. Das heißt, wir bauen hier oben einen Block über unserem Kopf ab, dann die beiden Reihen auch und dann nochmal diese 3 Reihen, denn dann haben wir jetzt hier so ein kleines Quadrat. Dann gucken wir auch genau in diese Richtung und werden als allererstes dann hier erstmal unsere Steinstufen nehmen, denn die brauchen wir jetzt einfach mal, weil wir hier auf dieser Höhe, also praktisch auf der zweiten Blockhöhe, hier einmal die Stufen platzieren werden und dann so drüber einmal eine Trapdoor, sodass wir perfekt runterpassen. So muss das Ganze aussehen. Und dann werden wir hier vor 3 Betten platzieren. 1, 2 und 3. So. Und das Ganze natürlich auch ausleuchten. Ist ganz wichtig am besten hier. Das, was wir jetzt machen werden, ist vielleicht für euch ein bisschen verwunderlich, aber macht es einfach genauso nach. Wir werden hier hinter erstmal das Ganze einmal wegbauen. So, hier gehen wir einmal durch und dann platziere ich das Ganze wieder genauso hin. Denn wir werden das Ganze hier noch einmal erweitern. So, um 2 Reihen. 1, 2. So. Und dann hier in der Mitte nochmal einstreifen, sodass wir jetzt hier 8 Blöcke haben. Und wir werden hier komplett alles einmal ausleuchten mit Fackeln. So, jetzt habe ich hier, wie viel habe ich hier platziert? Genau 8 Stück. Und genau in die Mitte werden wir jetzt Folgendes machen, und zwar ein Boot platzieren, okay? Also zack, so muss das Ganze aussehen. Fragt nicht, macht einfach. Anschließend können wir uns hier einfach mal in die Ecke drehen, wo wir das Ganze einen Block weiter reingebaut haben. Ich würde euch tatsächlich empfehlen, hier das Ganze zuzubauen, dass wir wirklich nur in der Mitte das Ganze einen Block höher haben, so. Und dann bauen wir hier jetzt uns einfach nur einen Ausgang hoch, so ganz normal, als würde man einfach nur bergauf laufen, so. Und dann werden wir auf jede einzelne Treppenstufe bzw. auf jeden Treppenblock einmal hier eine Fackel drauf platzieren. Und was wir dann machen werden ist, wir werden hier vorne das Ganze einfach mal zuschütten, sodass man hier jetzt nicht hochkommen würde. Aber wir werden uns nämlich noch 2 Falltüren nehmen und diese einmal so rum platzieren und so rum. Das heißt also, wenn man jetzt von unten kommen würde, sind beide jetzt zugeklappt, dann kann man nach oben, indem man springt. Dann kann man nach oben, indem man einfach nur springt. Dann kann man nach oben, indem man das einfach einklappt, springt. Und so soll das Ganze aussehen, dass man die in beide Richtungen einfach mal auf- und zuklappen kann. So, genauso muss es aussehen. Und jetzt gehen wir praktisch einmal von unserem Ausgang genau hier hin zu unseren 3 Blöcken und werden 3 Betten so platzieren, dass praktisch diese Kopfseite, die ihr hier sehen werdet, genau über diesen 3 Blöcken sind, wo jetzt da unten einfach ein Loch ist. Genauso muss es aussehen. Das heißt also, die Fußseite muss genau zu unserem Ausgang zeigen. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann machen wir Folgendes, und zwar gucken wir jetzt ganz genau hier so auf die Farm und gehen praktisch von unserem Loch einfach nach rechts, lassen eine Blockreihe frei und werden jetzt einfach hier anfangen, genau da, wo unsere Kopfseite ist, unsere Kopfkissen praktisch. Hier werden wir anfangen, nämlich eine Fläche auszuhebeln, und zwar
9 Blöcke in die Richtung, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 5 Blöcke in die andere, 2, 3, 4, 5. Genauso, und das werden wir jetzt einfach nur einmal aushebeln. So, die erste Reihe einfach nur abbauen, zack, bis hier die erste Reihe komplett einen Block weiter unten ist und dann noch eine zweite Reihe aushebeln. Das heißt also, dass man hier von alleine nicht rauskommen würde, wenn man jetzt ein Spieler ist ohne Blöcke. Und wir sind gleich soweit. Und zack, so sieht das Ganze jetzt aus. Achtet darauf, dass es auch wirklich in derselben Richtung ist. Das heißt also, das Kopfende ist genau ein Block entfernt von der Ecke, die wir unten links jetzt haben in unserem Rechteck. Dann gehen wir jetzt hier einmal rein und gucken genau, wo die Mitte ist, okay? Also wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 und das ist genau die Mitte, weil hier haben wir auch wieder 4 Blöcke nach rechts. Das ist die Mitte, das heißt hier unten werden wir genau den Block einmal wegmachen und dort kommt einmal ein Trichter rein. So, dann nehmen wir uns eine Hake und werden einfach mal hier links die Blöcke einmal beackern und rechts. Ich weiß, das Ganze ist jetzt nicht befruchtbar, aber wir werden uns nämlich Wassereimer nehmen und hier links, genauso wie hier rechts, einfach Wasser reinfüllen und dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, man kommt automatisch, wenn man sich nicht bewegt, immer in Richtung Trichters. Also ich drücke jetzt hier gar nichts und egal, wo ich stehe, ob ich jetzt hier stehe, ich werde immer zum Trichter geschoben, weil das der einzige Block ist, der nicht vom Wasser erfasst wird hier. Und genau das soll so sein. So, dann müssen wir noch einmal was machen. Wir gehen jetzt hier zum Trichter, lassen einen Block hier hinten frei und graben uns nach unten. So, wenn wir uns jetzt nach vorne graben würden, würden wir hier den Trichter sehen. Genauso soll es sein. Und nach hinten machen wir uns einfach nur einen Weg nach draußen. Am besten noch einen weiter, denn wir wollen uns hier unten hinstellen. Hier direkt vor den Trichter bauen wir das Ganze ab, denn direkt an den Trichter soll eine Kiste. Aber das heißt auch, dass der Trichter auch wirklich in die Kiste führen muss. Deswegen achtet bitte genau drauf, dass der Trichter gegen die Kiste platziert wird, weil dann sieht man von der Seite, führt das Rohr perfekt in die Kiste. Das heißt, wenn ich jetzt hier was fallen lasse, landet es in der Kiste und genau so muss es sein. Jetzt haben wir hier über noch einmal den Block abgebaut, dann machen wir einmal hier sowas hin, also einfach nur ein Slab. Und auf der anderen Seite nehmen wir einfach drei Schilder und platzieren hier vor einmal ein Schild, hier links und hier rechts. So. Dann platzieren wir hier zwischen einmal nur einen Hilfsblock, ist egal aus welchem Block das jetzt besteht. Nehmen uns dann einmal unser Zauntor, platzieren das dahin und machen es auf. Und direkt über das Zauntor platzieren wir dann einmal ein weiteres Schild. So. Und dahinter platzieren wir jetzt einfach mal Lava. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sollte hier nichts anfangen zu brennen. Das ist ganz wichtig, weil hier hat vorhin schon alles gebrannt. Also ich spiele auch wirklich auf, ja okay, peaceful, ist auch egal. Definitiv sollte aber nichts hiervon anfangen zu brennen. Das ist ganz wichtig. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie das Ganze funktioniert, okay? Denn wenn es einfach gleich Nacht ist, wir bauen das hier, obwohl können wir eigentlich erstmal so lassen, wenn jetzt einfach mal Nacht wird und wir einfach mal die ganzen Betten, die wir jetzt hier noch in unserem Dorf haben, wenn wir das abbauen, weil die sollten schon weg sein, denn die Betten, die wir verwenden, um die Farm zu bauen, das sollten im Umkreis erstmal die einzigen Betten sein, so dass jeder Villager wirklich Auge macht und auch wirklich zu unserem Bett laufen möchte. So, wir sollten eigentlich gleich alle Betten abgebaut haben. Ne, hier haben wir noch ein paar. So. Und so. Jetzt gucken wir mal zu unserer Farm einmal rüber. Dann sehen wir schon gleich, dass sich die Villager hier reinlegen werden. Und sobald sie das tun, könnt ihr das Bett abbauen und ihr seht sofort, dass der Villager direkt hier runterfällt. Und genau deswegen sind die Betten hier oben gedacht. Jetzt kommen die Villager, wollen sich hier reinlegen. Wir können hier schon mal zubauen. Und abbauen und der Villager fliegt perfekt da rein. Und genau das ist das Ziel. Okay, das sollte jetzt nicht das Ziel sein, aber naja. Das nächste, was wir jetzt machen werden, ist, wir killen den Iron Golem, den wir jetzt hier schon haben, weil der schlachtet hier alles ab und jeden Mob, der irgendwie in die Nähe kommt. Denn es sollte Folgendes passieren. Ihr seht schon, es spawnt direkt der nächste. Aber jetzt müssen wir das Ganze nur kontrollieren und das ist relativ einfach, wie wir das machen können. Jetzt müssen wir einfach nur einmal einen Zombie anlocken. So, und dieser läuft mir jetzt zum Beispiel hinterher und wir müssen ihn genau hier reinlocken. Das heißt, er soll auf uns zulaufen und perfekt dort reinfallen. So, dann machen wir hier oben einfach nur zu und was wir jetzt sehen werden, ist relativ simpel. Wenn ich jetzt einen Spectator-Modus sehe, ihr seht, der Zombie ist runtergelaufen und ist im Boot gefangen. Und das ist perfekt. Ihr seht, die Villagers werden die ganze Zeit getriggert und das ist genau das, was wir wollen. So, und das, was ihr jetzt beobachten könnt, wird sein, dass jedes Mal jetzt einfach nur ein Eisengolem gleich einfach versuchen wird, die Villager zu retten und dann
in diese Bucht laufen wird und sterben wird tatsächlich. Und das spawnt er. Er spawnt perfekt hier drin und wird hier reingetrieben und dann verbrennt tatsächlich. Und den Loot, den werden wir hier gleich drin bekommen. Gucken wir mal rein. So, er verbrennt jetzt. Zack, er ist verbrannt. Und wir bekommen das Eisen hier direkt reingedroppt. Dann warten wir wieder kurz. Und wir haben keine 10 Sekunden gewartet. Und da ist direkt der nächste. Und dieser wird die ganze Zeit dort sterben. Das wird die ganze Zeit so passieren. Damit wir übrigens, das kann natürlich auch passieren, gerade in so einer Welt, dass wir hier auch wieder unsere ganzen Tiere bekommen werden. Hier, und dann kriegen wir auch Slimebälle. Das kann natürlich auch noch ein Nebeneffekt sein. Aber damit ihr euch gar keine Sorgen machen müsst, dass der Zombie despawnt, ist natürlich perfekt, wenn ihr euch einfach ein Name-Tag nehmt und einfach irgendwie dem Zombie einen Namen gebt, weil dann kann er nicht despawnen, wie zum Beispiel diesen Namen hier, der ist zum Beispiel ganz schön. Und dann können wir nach unten gehen, zack, machen wir wieder zu und können den einfach so benennen. Und dann kann er nicht despawnen und eure Farm läuft unendlich. Und ihr seht direkt, der nächste Eisengolem ist wieder drin. Und so geht das die ganze Zeit. Also ich habe jetzt ungelogen vielleicht 7-8 Minuten gewartet und wir haben 1,5-6 Eisen drin in der einfachsten Farm, die man überhaupt bauen kann. Und da kommt direkt der nächste Golem. Genauso soll es aussehen. Das war die einfachste Farm, die wir hätten bauen können. Also wie gesagt, für mehr von solchen Videos einfach gerne ein Abo da lassen. Ist für euch nur ein Klick und für mich eine riesige Unterstützung. Schaut auf meinem Zweitkanal vorbei. Erster Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und schreibt in die Kommentare, wo ihr noch Probleme habt oder was ihr euch wünschen würdet, wozu ich mal ein Video mache. Mein Name ist Flash und ich wünsche noch einen sehr angenehmen Tag.